Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered und so weiter und so fort. Jetzt steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, mein Kleiner. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay, wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Nö. Arschloch. Mega Arschloch, ey. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Nein, unmöglich. Raus aus meinem Leben! So, erstmal so ein bisschen aus Rache umgeballert. Okay, Strom. Aber erstmal gucken wir unten. Ach, wir sind noch hier zu langsam, ne? Ach, falsch. Jetzt. Hab ich schon gewundert. Mensch, hier machen wir das. Entschuldigung. Okay, brauchen wir alles nicht. Aber wir wissen es, wo. Wir wissen es. Wo ist denn? Geiles Deutsch. Wir wissen, wo es ist, wenn wir es brauchen. Vita Chamber. Des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Okay. Ja. Entschuldigung. Lass mich da erstmal in Ruhe hier rum. Gottchen. Nehmen wir hier nochmal. Heute mal nicht. Heute habe ich mal keine Lust darauf. Hier ist wieder ein Alarm.
Okay. Oh. Hab ich gerade nicht gesehen gehabt. Da machen wir es ausnahmsweise jetzt gerade mal, weil sie so schwer ist. Meine Stimme versagt schon wieder. Was ist denn wieder los? Ich fange an und schon fängt es bei mir an, dass meine Stimme nicht mehr mitmachen möchte. Ja, ich meine, ich höre nicht meinen Tag, glaube ich. Da will ich hin. Was da? Was da? Nee, da muss ich nicht hin. Andere Seite. Da muss ich hin. Bisschen kompliziert hier mit der Ecke, aber wir haben es geschafft. Yay. Neues Tunikum, Körperpanzerung 2. Wenn Ihnen die Patronen um die Ohren pfeifen, brauchen Sie jeden Schutz, den Sie bekommen können. Körperpanzerung 2 bietet Ihnen mehr Schutz. Ja, was haben wir denn hier? Was war ein Mensch, Jockey? Erhöhe den Schraubenschlüsselschalter, komm, machen wir das. So. Kein Moment mal bitte. Ich muss mich eben mal muten. So, jetzt aber. Da machen wir erstmal ein Gesundheits- und ein Eve-Upgrade, das ist wichtiger. Und dann machen wir hier noch. Da fehlt mir bestimmt irgendwas. Und da. Dann kann man dieses Ranch Jockey wieder reinmachen. So. Kohle. Da ist ein Stromtypi. Da explodiert was. Da explodiert noch mehr. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt. Und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäerin, diese Tannenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Ah, das wird schlimm, oder? Eine schlimmer als sonst wieder mal bei mir. Oh, Liebling, tut das gut. Tut das gut. Du bist meine Puppe. Ich hab deine Puppe nicht. Und wieder. Hoffe ich für dich auch. Okay, da habe ich mehr erwischt hier. Das brauche ich nicht. Deckgranaten. Okay. Lautes Geräusper. Hören Sie nicht auf die Mutter von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Nicht auf. Renn weg! Warum soll ich nicht rennen? Ich habe keinen Grund wegzurennen. Komm in hier. Kohle. Nichts Interessantes. Ja.
Wo wird denn da jetzt geschossen? Ach scheiße, jetzt hab ich Alkohol gesoffen schon wieder. Irgendwo schießt irgendwas. Brauche ich nicht. Hat nix. Kartoffelchips, lecker. Oh, da hätte ich jetzt voll Bock drauf auf Kartoffelchips, ja, Kartoffelchips. Kartoffel. Ich bin sehr intelligent, heute mit mir reden. Ne? Was haben wir denn da? Was hat's nochmal? Achso, das war sowas, okay. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hacker Delight 2, was habe ich denn? Hacker Delight, da. Trinker, beim Trinken von Alkohol werden da. Nö, Blutdurst. Du erhöhst eine kleine Menge Gesundheit. Tief, wenn du Schaben. Im Schraubenschlüssel. Wärmesuchend Autohacker, den hätte ich gerne. Antiperson. Ungepanzerte Ziele wie Splicer zu neutralisieren. Herstellen. Aufheben, egal. Dann kannst du jetzt zumindest mal versuchen, ne? Du glaubst, du kommst damit durch? Ja. Haben wir zumindest ein paar ausgegeben. Wissen zumindest wohl noch welche sind, das ist gut. Ach, das will ich doch gar nicht. Das will ich wieder haben. Da vorbei, da war noch nicht was. Sonst nichts. Okay. Was haben wir denn hier für ein Schrot? Da haben wir den Ionisch, haben wir 24 Mal. Bleiben wir erstmal bei dem, wo wir haben. Ne? Rüste ich doch gleich anders aus. Wenn ich da schon diesen Big Daddy höre.
Schlucken wir jetzt erstmal ab. So. Haben wir uns erstmal um die gekümmert. Nein, das gibt's nicht. Jemand wie du ist hier. Soll ich eigentlich rein? Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Wo ist diese Falte? Für diese Scheiße habe ich keine Zeit. Was dann? Ah, Waffen-Upgrade-Station. Cool. Chemo-Werfer, Granate. Ja, komm, wir machen hier die. Das nutzen wir dann noch öfters mal. Nicht mehr so gesund aus. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halb fertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war... Und nur weil der jetzt so und so viele Jahre da auch hier unten gefangen ist, muss ich jetzt darunter leiden, oder was? Weißt du, was sie in Rapture mit Landstreichern machen? Nein. Sie hängen sie. Warum? Die arme Miezekatzen. Ich hab das für ein Hund, aber es sind Miezekatzen. Ja, war's. So. Hier ist nichts Interessantes. Okay, hier ist nichts. Außer Kohle. Oder? Irgendwas nur. Auch nichts. Interessantes Klo. Ah ja. Ich finde es interessant, dass überall Wasser ist, nur nicht in der Badewanne. Also zumindest nicht genug in der Badewanne. Gehen wir eben wieder runter. Hier ist nichts Interessantes. Brrr.
einen Flügelschlag in meinem Zuhause hören. Flatter, flatter, flatter. Komm ins Licht, kleine Motte. Komm her. Ich habe immer überall die gleichen Miezekatzen, aber die tun eigentlich die ganzen Miezekatzen total leid. Die tun uns ja gerade noch nichts, also greifen wir jetzt auch nicht an. Muss mich so erschrecken, dass ich dich auch angreife? Was war denn das jetzt? Eskalation der Blumen, der Pflanze. Ja, Eskalation der Stühle hier. Interessant, eskalierte Stühle. Mach das, viel Spaß! Voll gerne! Hahaha! Ich bin Sender Cowan, verflucht nochmal! Flieh, kleine Motte! Flieh! Ah ja. Hat nicht viel gebracht, mein Guter. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich weiß nicht für was, aber ich habe einen Schlüssel bekommen. Bin ich zufrieden mit. Und wenn ich sage, ich tu noch mehr Geld? Du hast noch mehr Geld? Hä? Okay, ich richte den Minister aus, Soldaten, dann doch mal. Ich hasse es, meine Hand gegen dich zu erheben. Aber Geschäft ist Geschäft. Lass dich davon nicht runterziehen. Das hilft auch keinem mehr, wenn der ganze Laden hier nur noch Futter für die Fische ist. Und wir haben Erfolg, dass wir das Zimmer für diesen Co-Helden da gefunden haben. Waren eh schon hinüber. Ist egal. Glaube ich. Zumindest. Ist eine Vermutung. Okay. Da ist wieder Alkohol. Das ist ein komisches Zimmer, was der da hat. Okay. Viel gebracht hat es mir nicht, aber es war sehr lustig anzuschauen. Naja, wir haben zumindest ein Waffen-Upgrade. Upgrade. Ist auch zumindest was. Echt? Naja, nicht. Was? Little Rosie. Okay.
ist das? Du bist ein Nichts! Ein Niemand! Was bin ich? Hä? Sag das bloß nicht nochmal zu mir hier. Nimmer halt, das ist ich schon. Ich ertrinke im Blut. Okay, das ist nicht so gut. Okay. Hier sind Kinderleichen. Überhaupt, das finde ich überhaupt nicht schön. Ganz und gar nicht. Ich glaube, das findet auch diese Tennenbaum, wird das nicht schön finden. Dann werden wir mal so eins nehmen. Achso, ja, Kohle kriegen wir jetzt gerade nicht. Da sind wir ja voll mit. Was haben wir denn hier noch? Bandagen, einen brennenden Ofen mit Nägel drin. Ja, ne? Ein Kühlschrank mit Kleber ist auch nicht so voll, finde ich. Ja. Lohnt sich wenigstens. Eine Kamera, Film, Wasser. Okay, das bringt es eigentlich nicht. Was jetzt? Nicht rein. Irgendwo läuft ein Big Daddy rum. Aber jetzt wahrscheinlich ohne Kind, weil ich glaube, wir haben beide Little Sisters erwischt. Ich jetzt nicht den hatte. Du bist. Danke für den Besuch. Als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Okay, 5744. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot. Wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. Ja. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Ich scheiß dich zu! Oh, okay. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Warum? Keine Ahnung.
aber ich bin mir sicher, dass wir die Antwort hin zu Sean's Wohnung finden. Es ist schwer zu glauben, aber alles hier war einmal so wunderschön. Ja, das ist wirklich schwer zu glauben. Aber wir sind schon über die Zeit drüber, deswegen sage ich, ich speichere hier gerade mal. Zacki und... Na komm, machen wir neun. Zacki. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!